Hallo und herzlich willkommen, liebe Music Award User. Mein Name ist Daniel von Ibanez Deutschland und ich sende euch ganz viele Grüße aus dem verschneiten Werratal. Nun gehen wir weiter zu den Tieftönern und für die Bassisten unter euch haben wir auch ein paar interessante Angebote. Es ist nämlich mittlerweile schon über 5 Jahre her, dass wir die SR600er Serie eingeführt haben und so haben wir uns für 2021 überlegt, es ist jetzt mal höchste Zeit, dass wir diese Serie updaten. Und eines der größten Updates ist ein neuer Pickup. Wir haben mit Nordstrand lange entwickelt und den Big Break Pickup herausgebracht. Das ist ein Pickup, der sich so ein bisschen im Soap-Bar-Bereich abspielt und der damit natürlich noch eine weitere Klangfacette hinzufügt. Das heißt, wir haben hier auch von der Konstruktion her eben eine Geräuscharmut, das heißt, wie bei einem Humbucker einfach eine Rauschunterdrückung. Wir haben aber trotzdem diese Klarheit, die man so normalerweise von einem Single-Coil oder auch einem Soap-Bar-Pickup erwarten würde und damit ist das natürlich eine ganz, ganz interessante Klangoption. Der Big Break Pickup ist zum einen bei allen SR600s dabei, die haben alle einen schicken Esche-Korpus, der sandgestrahlt ist. Wir haben einen fünfteiligen Yatoba-Walnusshals und ein Rosewood-Griffbrett und natürlich unsere Ibanez eigene Custom-Elektronik mit Dreiband-EQ. Und wie ich schon sagte, ist da natürlich das herausstechende Highlight die Nordstrand-Pickups, die auf allen Modellen verbaut sind. Der SR600 ist als 4-, 5- und 6-Seiter erhältlich, startet bei 799 Euro und geht hoch bis 849 Euro. Und auch die SR600er Modelle sind jetzt bereits Ende Januar, Anfang Februar bei euren Händlern erhältlich. Auch in der Premium-Serie haben wir eine interessante Neuerung für 2021, nämlich den SR1300 und 1305 in Magic Wave Low Gloss. Und das ist nicht nur eine optisch sehr, sehr attraktive Farbe auf einem sandgestrahlten Esche-Korpus, der mit Panga Panga und Mahagoni-Stücken versehen ist, sondern hier haben wir auch wieder unsere neuen Nordstrand Big Break Pickups, die hier verbaut sind und die so ein bisschen, ich sag mal, der gefühlte Nachfolger der Big Split Pickups sind. Wir haben bei dem SR1300 und 1305 auch einen fünfteiligen Panga Panga Purple Heart Hals. Wir haben ein Panga Panga Griffbrett und wie ich schon sagte, eine absolut tolle Erscheinung mit diesem Wave Low Gloss Finish. Und dadurch, dass alle Instrumente sandgestrahlt sind, ist jedes auch ein Einzelstück. Das heißt, jede Decke wird sich unterscheiden und sieht immer ein kleines bisschen anders aus. Als ein limitiertes Modell für 2021 haben wir auch noch einen SR, nämlich den SR4 CMLTD und den SR5 CMLTD. Die Bässe sind in Caribbean Islet Low Gloss lackiert und das Besondere hier ist, dass wir eine Decke haben, die gestückelt ist aus Curly Maple, Esche und Walnuss. Das ergibt so ein bisschen eine Puzzle-Optik und hebt den Bass natürlich optisch damit super von allen anderen Angeboten bei uns, aber auch bei den Mitbewerbern. Ansonsten ist er von den Specs sehr, sehr ähnlich zu der SR1300er Serie. Wir haben wieder auch einen fünfteiligen Panga Panga Purple Heart Hals, wir haben ein Panga Panga Griffbrett, wir haben die Nordstrand Big Single Pickups und unsere Ibanez eigene Custom Elektronik. Der SR4CM und SR5CM LTD, sie sind beide erhältlich nur in 2021 und haben einen Straßenpreis von 1600 für den Vierseiter und 1700 Euro für den Fünfseiter. Letztes Jahr haben wir mit der EHB-Serie sehr erfolgreich den Ibanez Electric Headless Bass zurückgebracht. Es gab ja schon mal Headless Bässe, das datiert aber weit zurück in der Historie für Ibanez. Und so war es natürlich sehr viel schöner zu sehen, dass wir im Jahr 2020 einen erfolgreichen Launch hatten mit diesen Bässen. Für dieses Jahr, für 2021, haben wir ein wenig nachgelegt. Und nachgelegt haben wir dahingehend, dass wir den Bass verkleinert haben. Denn im EHB-Bereich bieten wir jetzt die Short-Scale-Variante an, die 34-Zoll-Mensur reduziert auf 30 Zoll und damit den Bass natürlich nochmal attraktiver macht für alle, die ein etwas kürzeres, leichter zu bespielendes Instrument haben wollen. Durch die ausgefeilte Ergonomie passt diese Short-Scale aber auch sehr, sehr gut zu unseren Bässen. Und bei den EHB 1000er Modellen haben wir 2 Short-Scale-Angebote, einmal in Seafoam Green Matte und in Pink Gold Metallic Matte. Wie schon sagte, kommen diese mit einer 30 Zoll Mensur. Wir haben hier einen fünfteiligen Roasted Maple Walnusshals mit einem Bird's Eye Maple Griffbrett, was natürlich auch wieder geröstet ist.
Wir haben einen American Basewood Body, der eben in matten Finishes lackiert ist. Und wir haben die Bartolini BH2 Pickups, die auch auf den regulären EHB 1000er Modellen verwendet werden. Natürlich auch haben diese Bässe wieder unsere Dreiband EQ mit Bypass-Switch-Option und die Short-Scale-EHB-Bässe kommen für 980 Euro auf den Markt und sind auch schon in den nächsten Wochen bei euren Händlern erhältlich. Wer eine Multi-Scale-Option bevorzugt bei den Headless-Bässen, auch für den haben wir eine Short-Scale-Variante, nämlich den EHB 1005 SMS in Emerald Green Metallic Matte. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass er eben eine gefächerte Mensur hat, die 30 Zoll auf den hohen Seiten und 32 Zoll auf der tiefsten Seite ausmacht. Die Specs sind ansonsten identisch zu den EHB 1000er Modellen, das heißt auch hier wieder einen American Basewood Body mit Bartolini BH2 Pickups, Roasted Maple Bird's Eye Griffbrett, wir haben einen fünfteiligen Roasted Maple Walnuss Hals und natürlich wieder unser Bari mit Dreiband EQ mit Bypass Switch und der Fünfseiter kommt für 1180 Euro auf den Markt und ist schon bald bei euren Händlern erhältlich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Entdecken, Stöbern und auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Musikmachen. Ciao!